Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir während eines Events erspielen können und zwar schimpft sich das Scherbenweltpokal. Dieser findet vom 18. Januar bis einschließlich 31. Januar statt und ja, das Event ist wiederkehrend, heißt ihr könnt es irgendwann mal wieder abschließen, wenn ihr es jetzt hier verpasst haben solltet. Das ist aber glaube ich etwa einen Zeitraum von 1,5 Jahren. Bis halt quasi alle Cups durch sind und es dann wieder von vorne anfängt. Bedeutet ja, wenn ihr es verpasst habt, müsst ihr eventuell eine lange Weile warten. Wir wollen uns jetzt einmal das Achievement angucken, das wir finden unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenreiten. Und hier haben wir den Erfolg Scherbenwelt umgekehrt. Und da gibt es auch wieder Bronze, Silber und Gold. Wir wollen uns natürlich die Rennen im Goldmodus angucken. Zusätzlich gibt es natürlich auch fortgeschrittene und normale Rennen. Zu den fortgeschrittenen habe ich ebenfalls schon ein Video gemacht, falls euch das interessiert. Und zu den normalen Rennen mache ich ehrlich gesagt kein Video. Ich denke mal, das sollten alle so hinkriegen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Erster von den Meistern ist in den Wäldern von Terrokar. Und da sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 71, 70. Und da quatschen wir einmal mit dem Bronzezeithüter und fangen hier die Rückwärtsstrecke einmal an. Gut, Try Nummer 5. Also wir laufen jetzt hier erstmal nach vorne weg, können gleich mal das Vorwärtsspeed drücken. Dann hier nochmal und nochmal. Bis wir vorne angelangt sind, dann können wir hier nach oben fliegen. Und nochmal nach oben. Hier zwischendurch, das ist ein bisschen knapp, da bin ich schon das ein oder andere Mal hängen geblieben. Da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Können wir wieder ein bisschen Vorwärtsspeed durchdrücken. Oh, da haben wir jetzt einen kleinen Umweg gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Einmal scharf um die Kurve rum. Und da hinten müssen wir gleich nochmal aufpassen. Und zwar, hier geht es relativ knapp rum, dass wir da nicht hängen bleiben. Hatte ich nämlich vorhin auch schon geschafft. Dann müssen wir hier den Tunnel relativ tief durchfliegen. Also relativ nah am Boden, da bleibt man auch leicht hängen. Dann wieder ein bisschen Vorwärtsspeed. Hier nicht bei den Spitzen hängen bleiben. Einmal durchs Gebäude durch. Hier können wir nach oben theoretisch. Dann hier eng rum. Hier unten lang. Schauen, dass wir hier nicht hängen bleiben. Und dann einmal ins Ziel flattern. Und da haben wir auch die Goldzeit. Ich habe jetzt, wie gesagt, 5 Tries gebraucht, um nirgends hängen zu bleiben. Es gibt hier einige Stellen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr halbwegs gut fliegen könnt, schafft das vielleicht auch First Try und gibt nicht so rum wie ich. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier in den Wäldern von Terrokar auf den Koordinaten 42, 68 und dort machen wir jetzt die umgekehrte Strecke. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier besser hinkriegen. Einmal nach vorne runter, dann nach oben, Vorwärtsspeed, scharfe Kurve nach rechts, weiter nach rechts. Bisschen den Vorwärtsspeed, dann geht es hier nach unten, da können wir ein bisschen Elan sparen. Dann machen wir den Flug nach oben an. Wieder ein bisschen vorwärts speeden. Dann haben wir wieder eine scharfe Kurve nach rechts. Scharfe Kurve nach links und dann gleich wieder nach rechts. Noch ein bisschen Vorwärtsspeed. Jetzt geht es nach unten, da können wir wieder ein bisschen Elan sparen. Dann machen wir hier den Hochflug. Wieder nach vorne speeden. Einmal die Kurve nach links rum. Die war, ich weiß nicht, ob ich hängen geblieben bin. Dann geht es wieder ein bisschen nach unten. Dann können wir nach oben den Flug reinhauen. Vorne speeden. Kurve nach rechts rum. Und hier nochmal eine scharfe Kurve nach rechts. Und nochmal. Dann geht es wieder einen Ticken nach unten. Und dann können wir hier den Flug nach oben und den Vorwärtsspeed aktivieren. Und dann schauen wir mal. Ja, hat knapp 3 Sekunden, waren wir drunter. Wunderbar, dann sind wir hier auch durch. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar wieder in den Wäldern von Terrokar auf den Koordinaten 67, 65. Und dort machen wir jetzt die umgekehrte Flugstrecke. So, dann schauen wir mal. 2. Try. Eben bin ich wo hängen geblieben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen besser fliegen. Es geht jetzt erstmal hier ein bisschen nach unten. Heißt, wir können jetzt ein bisschen nach vorne speeden. Haben hier eigentlich relativ viel Elan, also beziehungsweise Kugeln, wo wir Elan aufladen, so rum. Dementsprechend, ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt krass sparen hier am Anfang. Hier machen wir jetzt mal den Hochflug einmal. Und hier nochmal. Ich würde sagen, wir können es sogar noch ein 3. Mal machen. Und jetzt geht es wieder geradeaus.
So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da bin ich vorhin hängen geblieben in dem Baum. Das ist teilweise ein bisschen tricky. Naja, gut, jetzt muss ich langsam doch mal gucken. Mit Melan hier können wir vielleicht das Hochfliegen einmal einsetzen. Hier rum. Und dann geht's jetzt hier nach oben. Und jetzt schauen wir mal. Ja, da war mal ein gutes Stück drunter. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar im Schattenmontal auf den Koordinaten 51, 40. Und hier wollen wir natürlich dann wieder das umgekehrte Rennen fliegen. So, Dolla, erster Versuch. Jetzt gucken wir mal. Erstmal geht's geradeaus. Dann nochmal den Vorwärtsspeed und noch ein drittes Mal. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wegen den Feuerkugeln. Denn wenn wir da reinfliegen, dann sieht es schlecht für uns aus. Wir werden dann extrem runtergeslowt. Und das wollt ihr nicht. Ich dachte gerade, ich bin reingeflogen, ne? Aber ich glaube, das hat noch gerade so gepasst. Gut, wir können jetzt hier am Anfang erstmal ein paar Mal den Vorwärtsflug durchballern. Natürlich sammeln wir wieder ein paar grüne Kugeln auf. Hier machen wir das nach oben fliegen. Dann können wir das hier nochmal machen. Ich fliege hier auch so ein bisschen Delfin, heißt, ich schaue nach oben, drücke das Hochfliegen. Und dann reise ich die Kamera wieder relativ schnell nach unten. Dann kriegen wir einen guten Vorwärtsspeed. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Vorwärtsspeed rein hier. Da habe ich mich erwischen lassen. Habe aber direkt den Speed gezogen. Dann ist der Effekt fast neutralisiert. Dann speeden wir hier nochmal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Einmal nach oben hier. Wieder nach unten. Ein bisschen Vorwärtsspeed. Nehmen wir die Orb hier am Rand mit. Aber nicht die rote. Einmal unter der Brücke durch. Da müsst ihr tief genug durch. Sonst kann es sein, dass er halt hängen bleibt und dann verliert er Geschwindigkeit. Jetzt machen wir hier noch ein paar Mal nach oben fliegen. Und dann sollte das eigentlich gepasst haben, oder? Es war sauknapp, ne? Also, da haben wir es aber gerade nur in Time geschafft. Bin aber jetzt auch einmal von der Feuerkugel getroffen worden. Hab ein bisschen an der Wand gekratzt. Aber es hat trotzdem noch gereicht. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 61, 48, ebenfalls wieder im Schattenmontal. Und hier fliegen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, Try Nummer 3. Eben war es schon sehr knapp, aber die Strecke scheint rückwärts einen engen Timer zu haben. Ne? Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Vorwärtsspeed zu machen. Hier auch nochmal. Hier nochmal. Ich bleibe auch relativ nah am Boden zum Teil, dass ich diesen Bodenkratzer mitnehmen kann. Jetzt müssen wir hier durch ein relativ enges Tor durch. Auch habe ich immer ein bisschen, also nicht abgebremst, aber halt keinen Speed mehr genommen, wo ich durchs Tor bin, um da nicht hängen zu bleiben. Diesmal bin ich jetzt voll durchgespeedet, weil ich habe sonst einfach die Zeit nicht, ne? So, also hier geht es einmal nach oben. Wir hauen jetzt einfach die ganze Zeit das Vorwärtsfliegen durch, ne? Um Maximum Speed mitzunehmen. Hier können wir auch nochmal rum. Hier können wir einmal das Hochfliegen machen und hier eventuell nochmal. Machen wir wieder das Vorwärtsfluggedönse an. Hier auch. Diesmal habe ich mehr Speed als, glaube ich, beim letzten Run. Wenn ich das jetzt so beurteilen darf. Warte mal, jetzt hier nochmal nach oben und nach vorne. Und ja, diesmal hat es gereicht. Wait, jetzt bin ich sogar... Da bin ich richtig viel drunter. Keine Ahnung, warum es die ersten beiden Mal so knapp war. Naja, gut, es hat gereicht. Und dann können wir weiter zum nächsten... Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bin ich in Nagrand auf den Koordinaten 58, 75 und dort machen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, Dolla, Try Nummer 2. Eben bin ich wo hängen geblieben. Das müssen wir jetzt besser machen. Also wir machen jetzt erstmal ein paar Mal nach vorne fliegen, ne? Ist hier nichts sonderlich Besonderes. Hier bei dem Baum müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hängen bleiben. Aber eigentlich auch noch relativ easy. Hier können wir durch. Da kann man diese extra Orb mitnehmen. Seht ihr, deswegen bin ich ein bisschen weiter außen geflogen. Da haben wir dann ein bisschen mehr Elan. Hier bin ich vorhin hängen geblieben. Eigentlich voll dumm. Also es ist nicht mal schwierig, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also die Bäume, ne? Dann hier können wir an der Seite vorbeifliegen und trotzdem den Ring mitnehmen. Hier müssen wir jetzt mitten durch. Da seht ihr dann kurz nichts mehr. Dann nehmen wir die extra Orb mit. Und jetzt machen wir ein bisschen nach oben fliegen. Und dann können wir gleich wieder nach unten. Ja, wir haben relativ gut Elan. Dann hauen wir jetzt ein paar Mal nach vorne fliegen durch. Hier unten durch. Ah, rechts entlang. So, hier können wir jetzt das nach oben fliegen reinhauen. Und nochmal. Und nach vorne. Und ich hatte jetzt, glaube ich, noch relativ viel Elan über. Also wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen aggressiver
die Tasten spammen können. Gut, aber wir haben es trotzdem geschafft und dann schauen wir weiter zum nächsten Rennen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 29, 25 in Nagrand. Und jetzt fliegen wir das umgekehrte Rennen hier. So, Dola, Try Nummer 3. Einmal nach oben, dann den Vorwärtsspeed und nochmal. Machen wir ein bisschen Elan. Vorhin habe ich gerade beim ersten Mal quasi bin ich am Boden hängen geblieben und danach habe ich einen Ring überflogen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, das waren jetzt so dumme Fehler. Aber ich denke mal, die Strecke wird schon gehen. Also jetzt gucken wir mal, hier ein bisschen nach vorne speeden. Da machen wir lieber auch noch nach vorne speeden. Da habe ich den Hochflug gemacht und bin übers Ziel hinausgeschossen. Hier können wir ihn dann nochmal machen. Da ein bisschen nach vorne. Hier auch. Da können wir nach oben. Wieder steil runter. Dann müssen wir nirgends hängen bleiben. Auch hier nicht. Ein bisschen Vorwärtsspeed. Da auch nochmal. Ich habe überlegt nach oben, aber dann wären wir wahrscheinlich zu hoch gekommen, ne? Einfach den Vorwärtsspeed. Wir können ein bisschen am Boden entlang kratzen, dann gibt es ein bisschen extra Elan. Ah, ich hätte rechts, habt ihr gerade gesehen, die Kugel mitnehmen können. Naja, gut, nach oben und nochmal nach oben. Bisschen Vorwärtsspeeden. Und nochmal. Oh, ich habe viel zu viel Elan über. Ich habe jetzt 3 Elankugeln über, aber ich habe es trotzdem geschafft. Passt, dann sind wir hier auch fertig. Ah, als nächstes sind wir in den Zangermarschen auf den Koordinaten 37, 37 und dort fliegen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, Dola, Try Nummer 2, jetzt hier bei der umgekehrten Strecke. Die Schwierigkeit hier an der Strecke ist ganz am Ende, da sind 2 Pilze, da muss man relativ blöd unten durch und da bin ich auch eben hängen geblieben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das diesmal ein bisschen besser fliegen. Was hier wichtig ist, ne, nicht in diese Kugeln reinfliegen, in diese lilanen, denn die zieht ein so kurz und da verliert man den kompletten Speed. Ins Wasser solltet ihr natürlich auch nicht, ne, da seid ihr dann auch weggeslowt. Und sonst, man kriegt hier eigentlich relativ viel Lilan. Ne, also man kann hier die ganze Zeit durchspeeden. Ich benutze hier zu 90% den Vorwärtsspeed. Schau natürlich, dass ich die ein oder andere Kurve ein bisschen enger nehme, ein bisschen Zeit noch rauszuholen. Aber ich denke mal, der Hauptfaktor ist wirklich, ob man das am Ende sauber spielt. Damit steht's und fällt's halt einfach. So, hier nochmal rumrauschen. Wir ziehen die ganze Zeit den Vorwärtsspeed. Nicht in die Kugeln reinkommen. Hier können wir mal einmal nach oben. Und jetzt wird's interessant. Hier müssen wir rum und da dann rum, hier hoch. Ich habe jetzt gerade nicht gespeedet, ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Aber da wollte ich jetzt sauber rumkommen. Ah, es hat trotzdem gereicht, ne? War jetzt 2 Sekunden drunter. Man hätte da noch ein bisschen schneller fliegen können, aber ich bin vorher da schon hängen geblieben. Dachte mir, komm, jetzt machen wir es einmal auf Nummer sicher. Dann sind wir im nächsten Gebiet angelangt. Und zwar sind wir jetzt in der Höllenfeuerhalbinsel auf den Koordinaten 59, 4. Und dort haben wir jetzt das nächste Rennen und das machen wir auch wieder auf dem rückwärts umgekehrten Modus. So, Dola, Try Nummer 2. Wir fliegen als erstes nach vorne und dann nochmal. Die Wolke nehmen wir natürlich mit. Können wir nochmal einen Speed reinhauen. Und nochmal einen Speed. So, dann einmal unten rein. Und jetzt machen wir das Hochfliegen einmal hier. Dann wieder nach vorne speeden. Unten durch. Hier müssen wir gucken, dass wir relativ nah am Boden bleiben. Wir wollen uns nicht von den Dornen erwischen lassen. Hier können wir einmal nach oben fliegen. Wieder relativ nah am Boden entlang. Natürlich auch nicht in den Boden reinfliegen. Bisschen reinspeeden. Hier nochmal reinspeeden. Jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir ein bisschen langsamer machen. Da müssen wir nämlich eng rum. Hier können wir dann wieder reinspeeden. Und nochmal. Wir bleiben wieder ziemlich nah am Boden. Und nochmal speeden. Und hier müssen wir jetzt nach oben. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das müsste gereicht haben. Ja, 2,5 Sekunden drunter. Solange man nirgends hängen bleibt, ist das eine relativ easy Angelegenheit. Dann sind wir auf dem nächsten Spot, ebenfalls in der Höllenfeuerhalbinsel, auf den Koordinaten 75, 44. Und dort machen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, dann der dritte Try. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Zeit rausspielen. Also wir speeden erstmal ein bisschen nach vorne, dann den nach oben Flug. Dann nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Dann ein bisschen Vorwärtsspeed.
müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir uns von keiner Kugel treffen lassen. Hier scheint der Timer schon ein bisschen eng zu sein, tatsächlich. Speeden wir ein bisschen durch. Hier auch nochmal. Einmal nach unten. Man hat hier teilweise ein bisschen wenig Elan, muss ich sagen. Oh, da hätte ich mir jetzt aber fast wegschnecken lassen, ne? So, hier gucken, dass man sie nicht treffen lässt. Dann können wir hier nochmal nach oben. Bisschen Vorwärtsspeed. Auch nochmal ein bisschen Vorwärtsspeed. Katzen wir an der Wand entlang. Oh, da war eine Orb, habt ihr das gesehen? Das war aber knapp. So, hier speeden wir auch nochmal durch. Pfeffern wir alles raus. Wir wollen am Ende keine LAN über haben. Und da ist die Goldzeit. Gut, wunderbar. Diesmal waren wir jetzt fast 3 Sekunden drunter. Krass. Als nächstes sind wir im Sharegrad. Und da sind wir auf den Koordinaten 61, 27. Und hier fliegen wir natürlich auch wieder das umgekehrte Rennen. So, Try Nummer 2. Also erstmal ein bisschen vorwärts speeden. Zweimal und vielleicht noch ein drittes Mal. Dann geht es ein Ticken nach unten. Nochmal ein bisschen Speed rein. Muss ich mal gucken. Da hinten konnte man, glaube ich, ein bisschen tricksen. Da konnte man nämlich 2 so Orbs noch mitnehmen. Mal gucken, ob sich das lohnt. Wisst ihr, die hier und die hier auch noch. Jetzt nach oben. Und nochmal nach oben. Und jetzt speeden wir nach vorne. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert hat, da nochmal das extra Ding mitzunehmen. Das wird sich nahe zeigen. So, hier nach oben. Ich habe relativ viele LAN jetzt hier. Bieten wir ordentlich durch. Ich weiß, dass es hier jetzt am Ende nicht sonderlich viel gibt, ne? Das war der Anfang von dem fortgeschrittenen Modus und da war wenig, aber wir haben viele Orbs mitgenommen, deswegen müsste das eigentlich ganz gut gehen. Und jetzt gucken wir mal, Silber und Gold haben wir. Oi, da war ich ja jetzt 4,5 Sekunden drunter, krass. Ja, okay, das war sogar relativ easy, muss ich sagen. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt im Nethersturm angelangt, auf den Koordinaten 51, 41. Und hier fliegen wir jetzt das umgekehrte Rennen und ja, dann schauen wir mal rein. So, dann haben wir den dritten Try. Gucken wir mal, ob wir das hier mal zu Ende kriegen. Das Problem ist, zum Teil sieht man die Ringe relativ schlecht, wenn man in einen gewissen Winkel auf diese Kuppeln guckt. Dann sieht man die Ringe gar nicht mehr, ne? Weil diese Kuppeln dann so ganz hell grell sind. Aber gut, jetzt weiß ich, wo etwa die Ringe sind. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Hauptsächlich mache ich hier den Vorwärtsspeed an, ne? Also und spam den durch. Man hat hier zum Teil relativ wenig Elan, muss ich sagen. Also man hockt da ein bisschen auf dem Trockenen. Eventuell muss man da ein wenig gucken, dass man spart zwischendurch. Ich habe da gerade gesehen, unten der Ring in der Mitte bei der Kuppel, ne, den hat man schon ganz schlecht gesehen. Und je nachdem, was für einen Winkel man drauf guckt, ist das natürlich schon ein wenig eine grelle Angelegenheit. Aber es geht alles. So, hier steil rum, dann hier hinter. Müssen wir nochmal durch die Öffnung durchflattern. Jetzt kriegen wir zumindest wieder ein paar Kugeln hier. Können wir ein bisschen Elan stacken. Hier können wir einmal den Hochflug aktivieren. Ein bisschen speeden. Auch nochmal. Mal auch rein. So, da können wir wieder ein bisschen nach oben. Einmal hier durch. Jetzt habe ich schon ganz gut Orbs über. Jetzt kann ich es wahrscheinlich ein bisschen öfter spammen. Naja, ich habe 4 über. Komm. Dann speeden wir doch da mal ordentlich rein. Und das müsste gereicht haben, oder? Ja, bisschen über 2 Sekunden. Dann haben wir auch das durch. So, dann sind wir am letzten Spot angelangt. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 69, 47. Und dort fliegen wir jetzt einmal das umgekehrte Rennen. Wo haben wir den Kollegen? Hier sind zu viele.
Irgendwo da drin. Ah, da ist er. Okay, also Rückwärtsrennen aktiviert. So, dann Try Nummer 2. Also wir fliegen einmal nach oben, dann nach vorne. Dann nach oben und nochmal nach oben. Nach vorne und wieder nach oben. Und, na gut, nee, müssen wir gar nicht mehr. Dann können wir hier nach vorne. Nochmal nach vorne. Nochmal, jetzt können wir ein bisschen runtergleiten, ein bisschen Elan sparen. Kommen nochmal nach vorne, dass wir den Speed behalten. Wobei hier waren, glaube ich, relativ viele von den Dingern gelegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wert war, die eine Orb noch mitzunehmen. Jetzt habe ich einen kleinen Umweg geflogen, habe das gesehen. Ich dachte mir, es könnte sich vielleicht rentieren. Weiß ich nicht, ob es das wert war. Naja, jetzt gucken wir mal, ob wir den Timer noch schlagen können. Elan habe ich hier noch über. Das scheint zu passen. Können wir eigentlich die ganze Zeit gerade ausbredeln. Ja, komm. Pulver mal das Elan mal raus. Hinten müssen wir jetzt gleich nochmal ein Stück nach oben. Da brauchen wir auf jeden Fall dann noch ein Elan über. Aber hier kriegen wir nochmal zwei. Das ist gut. So, hier geht es dann einmal nach oben. Pulver mal wieder den Vorwärtsflug. Nochmal, und da hinten ist dann Feierabend. So, dann machen wir das Hochfliegen noch an und Bronze und Silber ist drin und die Goldzeit ist auch einmal da. Und ja, damit haben wir jetzt mehrere Achievements bekommen. Einmal Scherbenwelt umgekehrt in Silber, Bronze und Gold. Und dann gibt es natürlich auch noch das Gesamtachievement für die Normalflüge, für die Fortgeschrittenen und für die Umgekehrten. Und ja, damit sind wir tutti kompletti durch. Hier gibt es dann einen Titel, Scherbenweltflitzer. Und dann gibt es noch einmal einen Wappenrock. Haben wir den jetzt auch schon gekriegt oder gibt es den per Post? Wahrscheinlich haben wir den einfach direkt gelernt, oder? Ja, den haben wir direkt gelernt, den Wappenrock. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt hier angucken kann. Unter Wappenröcke. Okay, wollte gerade sagen. Schauen wir mal, Rubin, die Suchfunktion, die klappt hier nicht so ganz. Ja, sehe ich jetzt leider nicht den Wappenrock, aber irgendwie scheint es auch ein bisschen zu buggen. Da müssen wir die ganzen Filter, sind da irgendwie eingestellt. Das ist der hier. Schaut, ja, sieht ganz nett aus mit zwei so Flügeln drauf. Kann man machen. Und der Titel ist natürlich auch nett. Und ja, damit sind wir dann am Ende von dem kleinen Videoguide. Wenn ihr die fortgeschrittenen Rennen auch noch sehen wollt, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch viel Erfolg beim Nachspielen zu wünschen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Achievement Guide wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.